eine neue Folge Helden der Hebebühne. Gleich auf D-Max. Wenn euch das noch nicht reicht, gibt es demnächst mehr auf D-Max bei Helden der Hebebühne. Nicht nur der Motor muss röhren, auch die Bässe sollen wummern. Natürlich kann ich im Bassbereich im Auto mehr erzeugen wie auf jedem Rockkonzert. Föhnfrisur inklusive. Laut, lauter, Big Oki. Wenn der Hesse an seiner brachialen Soundanlage tüftelt, wummern die Bässe und fliegen die Haare. Sie sind die lautstarken Exoten unter den Autoschraubern, die DB-Dragger. Ihr Ziel? Mit Lautsprechern, Verstärkern und Endstufen im Auto so viel Dezibel wie nur möglich zu erzeugen. Michael Müller alias The Big Oki ist ein Star der Szene, genau wie sein Auto. Es gibt verschiedene Disziplinen und in einer Disziplin ist er halt der Weltmeister. Oder ich halt. Ich mit dem Auto der Weltmeister. Natürlich kann ich im Bassbereich im Auto mehr erzeugen wie auf jedem Rockkonzert. Natürlich kann ich das Auto aber nicht hinstellen und den Platz beschallen. Ja, das spielt sich im Auto ab, dafür ist es ja auch gebaut. Wenn einer CNC-Fräser ist, muss er auch ein teures Arbeitsgerät haben. Das ist mein Arbeitsgerät. Das kostet Geld, aber es bringt auch Geld rein. Und ist nicht ungefährlich. Die Strebe musste ich einbauen, weil mir nach einem Jahr, das erste Jahr, wo ich das Auto gehabt habe, betrieben habe, ist das komplette Dach zerrissen. Also die ganzen Dachholme waren eingerissen und sogar das Dach war ein Stückchen auf beide Seiten eingerissen. Scheibe natürlich dann kaputt und alles. Und da habe ich da neue Konstruktionen drin gemacht, das Dach verstärkt und nur für die Demos und für die Show mache ich die Strebe rein. Und beim Fahren ist sie natürlich draußen, ist alles nicht zulässig dann. Die DB-Dragger verstehen sich als Sportler, kämpfen fast jedes Wochenende in verschiedenen Klassen um den Titel des lautesten Autos. Die neue Saison steht an, da tüfteln die Dragger Narwhals noch einmal kräftig an ihren rollenden Soundsystemen. Der Sensor schon positioniert? Damit alles regelkonform abläuft, bringt Oki die obligatorischen Dezibel-Messgeräte an. Dieser Punkt wird immer auf der Beifahrerseite gemacht, bei jedem Auto weltweit, in dem Format, wo wir hier starten, um das halt gleichmäßig zu haben, vergleichbar auch. Theoretisch, wenn man ein Auto sieht mit einem Punkt da vorne, weiß man genau, das ist ein DB-Dragger. Mit speziellen Bass-CDs gilt es, den Schalldruck im Auto so hoch wie möglich zu treiben. Jedes Fahrzeug hat seine eigene Resonanzfrequenz und wir wissen ungefähr, in welchem Frequenzbereich das liegt und da probieren wir jetzt einfach mal verschiedene Tests Töne durchlaufen zu lassen und dann sieht der Michael am Rechner, was der beste Frequenzbereich ist und dann kann man ein bisschen Gas geben. Läuft! Die CD spielt nur Basstöne. Der monotone Sound lässt das Auto brummen und die Dezibel klettern. War bei 57 Hertz am lautesten jetzt. 57 Hertz? Ich schätze, ich muss also okay. Beim Vollgas muss ich... Okay. Ja. DB-Drag schwappte aus den USA nach Deutschland. Der lautstarke Sport stößt unweigerlich an die ehernen Grenzen der Physik. Man kann Professor sein für Akustik, man kann was ich studiert haben. Es geht nur bis zum gewissen Bereich. Man muss natürlich wissen, was so grobe Grundregeln muss man kennen. Aber im Endeffekt, es ist autoabhängig. Man kann nicht die eine Anlage ins andere Auto bauen und hat dann denselben Wert. Die Autos sind nach Anzahl der verbauten Woofer und ihrem Gewicht in verschiedene Klassen unterteilt. Auch die Show kommt beim DB-Drag nicht zu kurz. Jetzt zeige mal einfach mal, was das Auto kann, wenn ich quasi aufdrehe. The Big Oki ist Profi, tritt seit 10 Jahren bei den großen Wettkämpfen an. Fast 250.000 Euro hat er in den Klang seines Autos gesteckt. Ein Schalldruckpegel von 160 Dezibel lässt dem DB-Drag Nachwuchs die Haare zu Berge stehen. 8 Endstufen und eine Leistung von bis zu 40.000 Watt für die neue Föhnfrisur.
wir jetzt aussehen. Die neue Modefrisur. Oh, lei. Ja, das ist total ja. genial. Weil hier. Die Tuning World Bodensee ist die größte Automesse Europas und Eldorado für alle Kfz-Tüftler. Zugleich bildet die Messe den lautstarken Auftakt der DB Drag-Saison. In 12 verschiedenen Gewichtsklassen treten die Bassbrummer gegeneinander an. Beim Bass Race geht es darum, 30 Sekunden lang möglichst nah an den Klassenwert heranzukommen, diesen aber keinesfalls zu überschreiten. The Big Oki startet seinen Wettkampftag in der Disziplin DB Drag. Wir sind jetzt re-gejudged, nennt sich das. Das Auto wird eingeteilt in die Klasse. Da geht ein ganzes Jurorenteam rum, tut alle Autos einteilen, streng nach Regelwerk. Das wird dann auf die Scheibe geschrieben. Bei mir stehen noch alte Klasse von letzten Jahren drauf. Deswegen muss ich mal wieder sauber machen. Hat sich was geändert im Regelwerk und da bin ich jetzt in einer anderen Klasse drin. So, wir starten jetzt hier gleich voll durch. Extreme Oldschool 3 Plus hier. Michael Muella. Wie viel Leistung hat eine Endstufe theoretisch? Bis zu 8000 Watt. Also, jetzt rechnen wir mal zusammen. 8000, 16000, 32000 Watt. 8 Subwoofer. Ja, und eine fürs Frontsystem natürlich. Ja, aber 8 kW fürs Frontsystem. Naja, da hat man Reserven. Ach so, Reserve nennt man das, alles klar. Ab 140 Dezibel müssen die Dragger ihre Bassboliden vorsorglich von außen steuern. Oki hat sich mit seinem selbst konstruierten Soundsystem zum Welt- und Europameister gebrummt. Mittlerweile steht für den Hessen aber eindeutig der Spaß im Vordergrund. Die Show war gut und das ist mir eigentlich wichtiger. Die Leute haben es ja auch genossen. Und der Wert passt. Mal sehen, ob wir später noch lauter machen müssen. Dann machen wir das. Die Juroren sind derweil auf dem Weg zu den Schwergewichten unter den Lärmpiloten. Wir stehen jetzt hier zwischen den zwei lautesten Autos der Welt. Auf der einen Seite Team SGK aus Deutschland, das lauteste Auto Deutschlands momentan. Und auf meiner anderen Seite hier Team Laut, angereist aus Finnland, das lauteste Auto, das erste Auto, was in Europa die magische Grenze von 180 dB geknackt hat. Wenn so ein Auto in der Lane steht, hört man weniger, als wenn ein normales kleines Auto mit dünnem Blech Wert abgibt. Deswegen ist es immer so spektakulär. So ein Auto in der Lane, man hört nichts, aber man sieht auf einmal gewaltige 180 Dezibel sind in diesem Auto drin. Und man hört außen fast gar nichts. Die Türen werden mit massiven Bolzen verschraubt, dass möglichst kein Schalldruck nach außen kommt. Die Tür ist jetzt soweit frei. Abhängig von Frequenz und Auto kann eine normale Glasscheibe schon ab 150 Dezibel zerspringen. Holger von der Horst hat das rollende Kraftwerk konstruiert. Das ganze Auto besteht aus einem Vierkant-Stahlrahmen, ungefähr 180 Meter, würde ich sagen, sind verbaut. Hier. Das ist alles Vierkantstahl. Der komplette Wagen steht da draus. Dann haben wir hier eingebaut, das ist eine 6 cm dicke Glasscheibe. Sicherheitsglas, Frontscheiben sind 4 cm stark. Und die Seitenscheibe auf der anderen Seite ist ungefähr 5 cm stark. So. Hier haben wir dann das Kraftwerk vom Auto. Das sind 8 Monoblöcke, theoretische Leistung zusammen, 56.000 Watt. Kein Sitz drin, keine Sicherheitsgurte drin, nichts. Also das Auto muss laut Reglement fahren können, ist aber nicht mehr straßentauglich. Auch die finnischen Weltrekordhalter vom Team Laut bekamen ihre tonnenschwere Brummkiste nur per Truck an den Bodensee. If somebody play around, somebody is inside and play this full level, you die in there inside. Eine Dosis von 170 Dezibel wirkt sofort tödlich. Mal hier gucken, verkabelt. Aber eins musst du da merken, robb die Tür richtig auf. Ja? Und machst hinter dir dann die Tür aber wieder zu.
Soll ich hingucken? Gar nicht in die Kamera. Ja, raus, guckst du kannst bei mir in die Kamera gucken. Nochmal bitte. Ich hab doch gesagt, das ist sie. Du kannst auch leicht anlehnen, gell? Warte mal, jetzt schließe es ab. Ja, ja, alles drauf. Halte mal ein bisschen. Geil, oder? Ich hab's doch gesagt, der wird die Tür noch hochkriegen. Was war eigentlich passiert? Nichts passiert. Und ja, die ist hier soweit. Probieren wir die Bahn. Banzer. Ich auf, Action. Ich werde finden. Jawohl, Chef. Machen wir das bitte. Okay. Was sehr schön, haben wir das gemacht. Oh Mann, ich habe echt Angst hier. Ja. Sieh doch, guck mal hier. Genau, halte mal dahin. Oh, wie geil. Ja. Eigentlich war es doch gedacht, dass der Thomas rauf. Die Bass-Ray-Sisters sind geboren. Hörst du auf? Ja, 20 cm oder 10, ich kann es dann wieder ausbauen. So. Das hätte jetzt filmen können, wie er die Batterie drin sieht. Ich muss mal kurz dazwischen gefahren. Da sind ja viele Kabel. Braucht man da auch so viel Geduld bei der Geschichte? Geduld brauchen wir teilweise schon, weil es auch manchmal recht friemelig ist. Und da kann man gehen, Steffi. Genau. Ja. Das wird dann immer zwischendrin eingeblendet mit dem Rohr und Kamera. Genau, Steffi. Weil die halt alle angeschlossen sind. Wie warum hast du ein lila eine Chinch-Kabel? Weiß ich nicht, weil die halt so sind. Yeah! Hey, Uschi! Hä? Ey, soll ich Fotos machen? Das geht ganz da. Komm mal her. Ja, wenn schon keiner filmt, dann ich wenigstens. Die Bassbox, genau die Bassbox, die. Weil es keine Box ist, das sind die Lautsprecher. Und wie viel? Genau 150 dB. Okay. Dann kannst du nochmal einmal schon mal durch die offene Tür haben, wie die Box vibriert. Warte mal einen Moment. Genau, genau. Aktive Erziehung. Aber auch die Medienlümmel sind lernfähig. Von daher. Ja, kurz, aber nach 3 Minuten baue auch die ab. Das ist halt, Was sagen Sie dazu? Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Und das Sven. Allein kann ich den Tisch nicht tragen. Es sind noch ein Lederblatt. Hier sagt er nochmal Bus Race. Bus Race.
allen so richtig von Herzen kommen. Das war schon von Herzen. Gar nicht. Doch. Klapptisch-Event, Klapptisch-Event. Ja, Klapptisch-Event machen wir jetzt. Das ist ein Insider. Das sieht aus wie in Bayern hier mit der Tischdecke. Ja, ja. Die Weißwürste kommen auch gleich. Ich fang bloß ja mit Rollstöpsel an jetzt. Nein, brauchst du nicht. Du hast bei mir 150 dB gehört. Jetzt machen wir 129. Aber, guck mal, hallo. Jochen? Ist aber normal nicht erlaubt mit zwei Leuten. Normal nicht. Jochen, ich würde dann auf Sie halten und gleichzeitig auch hier, wie Sie da an dem Bassregler. Genau, so. Und mal schön so Dings mal ans Gesicht und genau. Ans Gesicht. Direkt an die Backe. Schön Lärm. Wir müssen ja dann eh noch die Haaren flattern lassen. Ja. Stimmt, das stimmt, das müssen wir auch. Ja, stimmt. Aber das wird dann noch für die Nachbarn, ne? Aber egal. Also, das ist aber kurz sein. Das sind ja nicht meine Nachbarn. Genau, nicht deine! Geh mal, genau, geh mal näher noch ran an die wieder an der Richtung. Stopp! Sind wir hier fertig mit dem Bassrace? Keine sagt mir was. Hallo? Mach jetzt! Mit einer guten Endstufe wäre das nicht passiert. Gut! Erzähl mir mehr von deinem Stress, den du gerade hast. Wieso Stress? Vielleicht liegt es ja am Woofer. Dass die Flotech schaltet, das glaube ich nicht. Eieiei! Ich darf auch mal anfassen. Ja. Gas geben kannst. Ich kann nur Gas, mehr kann ich nicht. Ich kann halt nichts. Ich kann nur laut. Alter, er hat es zugegeben. Ja, ich kann halt nichts. Das ist doch bekannt. Okay. So, und jetzt, was machen wir jetzt? Haarflattern. Die Halle als solche. Dann hat's gehört. Und dann machen wir das nochmal schnell. Schnell, ja. Wegen meine Nachbarn. Nicht so laut, ne? Ja. Genau. Gut. Ah ja, gut. Aber guck, dass wir die Taste gleich haben, weil wer will eine wieder hoch. Wie lange kann man laufen? Eine Minute. Das ist die Polizei sofort so. Setzen wir uns in diesen Einstieg quasi. So, so hin. Ja. Boah, wenn wir nicht so kalt sind, so zieht er mir. Gibt sogar was zu drei Sehen. Soll ich mich zu dir jetzt Auto setzen? Und dann machen wir es an. Wir machen zu dritt, machen wir jetzt mal. So. Nein. So, okay, so drehen wir das jetzt. Geht nochmal bitte raus. Alles mal gut, machen. So, wir kommen jetzt von hier oben angelaufen. Bitte. Und bitte, ja? Ja. Soll man durch den Gras laufen? Okay. Dann schimpft er bitte. Ich glaube, auch so ist besser. Ja, genau. Bin ich hier am Platz? Genau. Die Gogi jetzt einmal trocken füllen, oder was ist jetzt die? Naja, also jetzt zeige mal einfach mal, was das Auto kann, wenn ich quasi aufdrehe. Kommst ums Eck und gehst wieder ums Eck rum. Machst du es dann auf oder machst du es? Ich gehe jetzt hier rum. Ja, machst du auf. Machst du auf, genau. Und jetzt? Danke. Okay, du machst jetzt auch noch Video. Ja. Ja, ruckzuck sind es kopiert, die Herrscher, gell? Ja, wir haben auch noch ein paar Restzeiten mehr. Gut, okay. Aber jetzt müssen wir von ihm los. Da gehe ich anders los. Die sind alle tupiert. Ja, mal auch so. Einfach mal. Oh, oh, oh.
Tschaikowski mit 160 dB. Das ganze Auto besteht aus einem Vierkant-Stahlrahmen, ungefähr 180 Meter, würde ich sagen. Sind verbaut hier. Das ist alles Vierkantstahl. Der komplette Wagen steht da draus. Kameramann.
dann ist es dann gleich da wieder. Noch viel Potenzial. Jetzt kann sie. Aber somit diese Runde gewonnen mit 144,5. René Seemann, herzlichen Glückwunsch. So, prima. 143,0. Bei ihrem ersten Event. Ja, gut, sehr ja. Gut. Hier gleich volles Programm mitgemacht. Oh, ein bisschen was gefunden. Ja, ist doch gut. Winfield, on Team Bear Sport. Oh, shit. Are you ready? Winfield is ready. Bear Sport is ready. So I say...
David! Wird verbessert! Genau. Noch einmal tief durchatmen. Und. Ah, Mann, Mann, Mann. Da hat der Chris einmal zu laut gemacht, hat hier die 130,0 erwischt. Ja, hier beim Chris ist die Anzahl auf Rot gesprungen, das heißt, er ist kurzzeitig über diesen Berg gewesen. Ja, da waren wir wieder zu schnell gewesen. Ja, ja, ja. Das ist Video, Video, genau. Brumse weg. Weitermachen. Nein, nicht weitermachen. Und jetzt haben wir gerade gesehen, das, was nicht passieren sollte, die ist einmal über Hannover 30,9 dB rübergegangen auf 140. So, der Dirk geht schon mal in die Schlageposition hier. 2. Du musst aber dann raus, du kannst das nicht hinbleiben, das ist nur der Lauf. Ich drücke auf Start, sage ready, set und go! Wer gewinnt hier? Ja, du musst. Nimm das andere wieder. Da ist der Daumen von Toni Winfield. Da ist der Daumen. Ich drücke auf Start. Sage, ready, set, und go! Nein, da nicht. Schade. Ja, ich kann auch schon vor, dass zwei Teilnehmer den gleichen Weg. Du stehst im Finale. Final, baby. You made it. Team Limit Dirk auf der Lane 2. Bus Race Brothers Thomas auf der Lane 1. Auf jedes Teilnehmer, egal was ihr für eine Anlage habt, einfach vorbeikommen. So, jetzt Team Limit Dirk und Bus Race Brothers Thomas. Wer kommt ins Finale hier? Klasse bis 139,9 dB. Gut aufgepasst, Thomas. Dirk, wie schaut es mit dir aus? Dirk, fertig, Thomas. Fertig. Ich drücke auf Start, sage ready, set und go! Noch 7 Sekunden. Hat diese Runde Bus Race Brothers Thomas gewonnen, er kommt ins Finale. Dirk hat die Nerven leider nicht behalten und dieser Lauf war somit leider verloren. Dirk, da kann man nichts machen. Du wolltest es unbedingt. Thomas, mir willst du was machen, das Lied ist scheiße. Ja, wir sehen hier unter anderem später noch das lauteste Gruppengeräusch. Da ist der Daumen, ich drücke auf Start. Ready, set und go! Thank you.
Zurück auf Start, zurück auf Start. Da ist noch so ein Gag hinbauen. Haben wir jetzt immer noch mal ein Mädchen gefühlt oder so? Haben wir ja vorher. Doch. Kamerakind André, vielen Dank.
Dafür ist das geboren. André, du weißt, der kann auch dir gehören. Hier muss die Handtasche, Uschi. Wir brauchen die Handtasche. Ja, mein Auto ist dran. Das Boot im Fernsehteam. Komm ich halt auch noch drauf. Ja, genau. So, wer fehlt jetzt noch? Hier voll auf die Linse. Es läuft. Gar nicht, hat keine Beine. Hier, da kannst du gucken, wie es läuft. So läuft der Reise. Ja. Chico, du kommst ins Fernsehen. Wo ist das? Hier, los geht's, mach doch mal was. Er ist dran. Belgium. How are you? At the moment very fine. Very good. Hier gibt sogar ein Fluke Handoszilloskop. Hier geht es wirklich darum, das maximal mögliche hier an Schalldruck rauszuholen, indem man hier mit jetzt ist es aus. Absolut vielen Batterien verstärken. Oh. Und das Ganze hier an maximal zwei Sattelbahnen in einem gepanzerten Auto hier richtig zu laufen zu bekommen. Das war's schon.
jetzt ja. Bis hier losgehen. Take! Kameramann Jochen, Action! Der kleine Kaktus, winke mal in die Kamera! It's a real pleasure to be here this weekend. I was very impressed with all the competition vehicles. I would like to present some very special awards at the show today. These are the championship rings, the Super Bowl style championship rings for our European world champions from the 2009 DB Drag Racing Finals. The first award I'd like to present is for Cactus Sounds, who won the championship in the Street Max competition. Glückwunsch, finger up. Herr Bass. Glückwunsch hier an Mr. Cactus out. Our next championship ring goes to Marco Lundgren, Team Loud, our Extreme One World Champion at the 2009 DB Drag World Final. Excuse me. At this time, I'd like to bring up Michael Mueller, the Big Oki, who was our world champion in base race 150.0 to 159.9. Wir wollen es aber alle mal sehen. Once again, I want to congratulate these champions. And I want to thank each and every one of you for coming to the show this weekend. This time I'll turn it back over to Andre and Daniel, and they will present the trophies for the competition this weekend. Chris, Chris, I have it, I have it. Thomas, du weißt, wer kann auch dir gehören? Du weißt, Detlef, der kann auch dir gehören. Und Benne, du weißt, der kann auch dir gehören.